Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Nioh 2. Im letzten Part haben wir voll durchgestartet und sehr viele Missionen beenden können im New Game Plus. Bald werden wir auch hier die letzte Region freigeschaltet haben und direkt danach sollten auch die DLC-Gebiete freigeschaltet sein. Auch wenn wir sie in diesem Durchgang natürlich noch nicht machen werden, das werden wir erst im darauffolgenden Durchgang machen, im New Game Plus Plus oder auch Traum des Dämons heißt er, glaube ich. Naja, jedenfalls, ich hatte Erfolg, was das Verbessern meiner Brecher des Bösen Glefe angeht. Wie ihr seht, sie hat den Angriffsbonus für Magie tatsächlich bekommen. Hat nicht allzu lange gedauert tatsächlich und ja, ich kann jetzt voll zufrieden weitermachen. Was ich vor allen Dingen noch machen möchte, ist per Seelenbild meine Waffe noch einmal weiter hochsetzen. Was genau? Okay, plus 2 und plus 1 Waffen bringen an der Stelle nichts mehr. Ich brauche schon eine plus 3 Waffe, damit ich jetzt eine plus 4 Waffe erhalte. Und das mache ich jetzt auch. Da sinkt der Schaden jetzt zwar ein kleines bisschen, ist aber nicht schlimm. Ne? Ich glaube, das tut er hauptsächlich deshalb, weil mein Angriffsbonus durch Magie, wenn die Vertrautheit nicht auf Maximum ist, von A plus auf A minus sinkt. Ich denke, daran liegt es. Sobald es wieder auf A plus ist, wenn der Angriffsbonus auf A plus bleiben würde, dann wäre der Angriff wahrscheinlich gleich hoch. Glaube ich. Naja, dann wird das schon mal erledigt. Uralte Texte übergeben. Was können wir denn jetzt? Ah, neues Rüstungsset. Uiuiui, was? Ich habe jetzt nicht gesehen, was genau. Oh. Haube des legendären Strategen. Ah. Okay, die legendäre Strategen-Rüstung und Kürass des Kriegers des Ostens. Das hatte ich doch schon mal angeschaut, als ich die Pläne dazu bekommen hatte. Wieso werden die jetzt noch einmal mit Ausrufezeichen angezeigt? Muss ich das verstehen? Das ist jetzt schon merkwürdig. Aber gut. Egal. Das wäre es beim Schmied, glaube ich. Erstmal. So, was ich jetzt noch machen möchte, ist in dieses Kapitel zurückkehren, denn dort gibt es noch eine Mission, bei der ich eine Onmyo-Magier-Locke bekommen kann, nämlich die Online-Mission Chinesischer Glockenblumendolch. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie dieser Gegner mich extrem aufgeregt hat und wie ich eigentlich gesagt habe, ich will nie wieder gegen ihn antreten und im Rahmen des ersten Durchgangs musste ich das auch nie mehr. Jetzt will ich schauen, wie ich mit meinem neuen Build in der Lage bin, ihn rund zu machen. Ah, ah Leute. Es tut so gut. Oh. Oh, Gerechtigkeit. Oh, ihr glaubt gerade gar nicht, wie gut das tut. Wahnsinn. Eine Onmyo-Magie-Locke, die ich mir sehr gerne verdient habe. Oh, ist mir egal, ob das weiteren Fortschritt gibt. In den anderen Missionen ist mir sowas von egal. Naja, jedenfalls, ich habe die anderen Missionen auch schon alle sporadisch durchgeguckt. Und hier sehen wir nochmal eine Locke eines Onmyo-Magiers. Sogar eine Nebenmission, die scheinbar wieder nur aus... oder? Ist die an einen einzelnen Bosskampf gebunden? Wir werden es herausfinden. So oder so mache ich das jetzt als nächstes. Jetzt werde ich mal in diesem Gebiet die ganzen Einzelbosskampfmissionen freischalten. Oder zumindest die Missionen, die relativ kurz zu sein scheinen. Keine Ahnung, ob das alles Einzelbosskämpfe sind oder ob die einfach nur... Ah, okay.
Also doch. Ach, ist das geil. Come on, ein Schlag noch. Bam. Wollte gerade sagen, ey. Wenn der mich jetzt noch kriegt, ouch. Dann hätte das gleich mehrfach wehgetan. Körperlich und seelisch. Aber hat geklappt. Wow. Und die Menge an Amerita, die ich dafür bekommen habe, ist nicht zu verachten. Guckt euch das mal an, ey. Wahnsinn. Mega. Gut. Erstmal Locke eines Onmyo-Magiers. Jetzt habe ich wieder zwei Stück. Bam. Und die werden natürlich direkt investiert. So, die habe ich ja jetzt schon. Blitz von Talismane, die sind maximal aufgewertet. Jetzt könnte ich die Barrieren-Talismane erweitern. Mache ich jetzt auch. Soll ich die komplett direkt? Ja, komm. Wenn schon, denn schon. Ne, sind ja auch sehr wichtige Talismane. Okay, als nächstes würde ich mich um, nicht Feuerfreund, sondern, wo sind sie? Da, Wasserfreund-Talismane. Das wäre mein nächstes Ziel. Wird direkt markiert. Einfach nur, damit ich eben jedes Element besitze. Und notfalls auch umswitchen kann. Ne? Falls mir dann die Blitzfreund-Talismane ausgehen, kann ich auch Wasserfreund-Talismane ausweichen. Ist doch immer gut. Etwas in der Hinterhand zu haben. Okay. Schurikenschütze. Schleichdieb, Schriftrolle. Schriftrolle der Kodama-Wandlung. Gegen. Schaden von Schießpulverbomben und Splitterbomben erhöhen. Naja. Ist ja jetzt alles nicht mehr so prickelnd, ne? Was ich hier noch beim Ninja. Skilltree freischalten kann, oder? Weiß ich nicht. Ich nehme mal das hier. Nach einem erfolgreichen Schleichangriff lässt der Gegner was fallen. I don't know. Was anderes fällt mir jetzt an der Stelle auch nicht mehr ein, wofür ich die Punkte noch ausgeben soll. Achso, ich bin schon. Okay. Also dann. Schauen wir mal. Rastlose Geister. Naja, hier fangen auf jeden Fall die ganzen Bonusmissionen an. Ich hätte jetzt auch langsam mal wieder meine Amrita investieren können. Damit ich einfach noch mehr Damage mache. Ne? Mache ich gleich. Dieser Kampf wird jetzt auch noch gerockt. Oh, oh, oh. Nice. Nice. Oh, ey, die ganzen Fähigkeiten, die ich hier durchspammen kann, sind so geil. Entweder echt blocken und Viereck. Das ist ja der eine Angriff. Nur noch mal zur Erinnerung.
Oder nach einer leichten Angriffskombo, also zweimal Viereck, dann direkt Dreieck. Das sind die beiden Angriffe, die unfassbar gut sind. Und so extrem reinknallen mit diesem Build. Einfach nur Hammer. Ich bin so hin und weg. Ohne Witz, ich muss mich gerade wirklich extrem zurückhalten, nicht jetzt schon das komplette restliche Spiel inklusive DLCs aufzunehmen, weil es gerade so viel Spaß macht, mit diesem Build zu spielen. Es ist abnormal. Boah. Einfach nur krass. Okay, aber jetzt löse ich auch das ein, was ich gerade eben gesagt habe. Viermal. Ja, komm. Ein Punkt kommt wenigstens in Konstitution rein. Bam. Alter, jetzt haben wir 3333 Gesundheit. Auf exakt auf den Punkt. Krass. Hammer. Okay, ja. Wie gesagt, wir klöppeln uns jetzt erst einmal hier durch die ganzen Einzelkampfmissionen. Zack. 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 Und zack. Komm her. Einmal kurz Sicherheitsabstand eingenommen und das hat auch eindeutig was gebracht. Das war die richtige Entscheidung. Und schon ist das nächste Level ab da, ey. Allein aufgrund der Tatsache, wie schnell ich die Gegner hier down kriege und wie unfassbar viele Amrita ich dadurch bekomme. Ist Wahnsinn. Ne? Ihr seht ja, wie hoffnungslos ich unterlevelt bin, aber dieses Build macht diesen Levelunterschied einfach so null und nichtig. Einfach nur krass. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie gut dieses Build tatsächlich funktioniert. Obwohl mich allein das Video ja bereits überzeugt hat, dass ich mir dazu angeschaut habe. Aber holy moly, ey. Yo. Ah, schade. Bam. Oh, du hast die, das hast du erhalten. Die Kunst des Kampfes wahrhaft und vollständig. Du hast, Moment mal. Das hast du erhalten. Die Kunst des Kampfes wahrhaft und vollständig. Du hast die Fähigkeit wahrhaft und vollständig erlernt. Okay. Was für eine Fähigkeit. Fähigkeit wahrhaft und vollständig. Vollständig. Katana. Hier. Wahrhaft und vollständig. Du lädst deine Kraft auf, bevor du den Gegner beim mächtigen Stich angreifst. Mit einem mächtigen Stich angreifst. Ich kann auch Skills von Gegnern gedroppt bekommen? Oder was ist hier los? Den Skill habe ich doch nicht im ersten Durchgang bekommen, als ich ihn besiegt habe. What? Alter. Das ist ja jetzt krass. Ha. Huh. Das ist jetzt echt krass. Ki-Regeneration auf jeden Fall. Was zur Hölle? Gegner können mir einfach auch mal Skills droppen. Ja, geil. Hammer. So.
Alter, Abendrot wurde freigeschaltet. Geil! Der Schüler des Tengu, Dunkelheit in der Hauptstadt, der erste Samurai. Geil! Also mit anderen Worten, wenn man das finale Story-Kapitel freigeschaltet hat, schaltet man gleichzeitig auch die DLC-Missionen allesamt frei. Zum Dojo hinzugefügt, Befreiung zuschlagen wie ein Yokai. Ey, geil. Wir sind jetzt schon im Story-Finale und bei den DLCs. Voll gut, ey. Voll gut. Ich würde sagen, dann starten wir doch direkt in die finale Story-Mission rein, Leute. Ne? Direkt. Dojo. Ja, ups. Ups. Die beiden, schon klar. Alter. Voll geil. So, blauäugiger Samurai im Auge des Betrachters. Das ist es ja, ne? Genau. Und guck mal, wir bekommen hier, wenn wir diese Mission abschließen, als garantierte Belohnung das Yasakani Magatama. Das ist ein Magatama. Bei diesem Magatama können wir im Übrigen auch diese Gesundheitsregeneration durch Amrita-Absorption bekommen. Aber das ist eben auch generell ein sehr guter Ausrüstungsgegenstand, der auf jeden Fall erstrebenswert ist und den wir uns definitiv noch gönnen werden. Locker eine Samurai, locker Samurai, locker Samurai, sagen wir so mal zit. Alright. Dann, na dann. Oh. Ach, hier können wir auch diese Sachen entdecken, oder was? Diese roten. Hier. Sakai war eine Industrieregion, die sich entlang der Grenze zwischen den Provinzen Setsu und Izumi erstreckte. Sie erlebte eine Blütezeit als Handelshafen und Geschäftszentrum, wurde jedoch während der Belagerung von Osaka niedergebrannt. Ach, das hatte ich doch schon gelesen. Ich dachte, eventuell habe ich diesen Text im ersten Durchgang noch nicht entdeckt. Könnte durchaus sein. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Let's go. Finale Story-Mission, Leute. Mal schauen. Da werde ich jetzt doch noch einmal 10 Oichoko-Becher reinknallen. Mal schauen, was der finale Story-Boss uns zu bieten hat mit diesem Build. Da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt drauf. Servus. Let's go. Let's go. Let's go, William. Let's rock this. So, ich waffe mich jetzt auch schon mal für die normalen Gegner so ein bisschen hoch. Muss ich sowieso erstmal runterspringen, um den Hebel zu finden. Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, den Hebel sehe ich jetzt gerade leider null. Muss ich doch bis ganz nach unten. Naja, oder auch nicht. Muss ich nicht, kann ich aber. Kill. Nice. Job noch was Göttliches. Ah ja, genau, ich muss ein Stockwerk höher. So. Au. Und tschüss. So, ich ignoriere jetzt alles hier. Ist ja klar. Yeah.
Nice. Oh, shit. Okay. Da habe ich mich doch ein kleines bisschen übernommen. Whoops. Ist ja nicht schlimm. Ich laufe trotzdem noch einmal an allem vorbei, weil ich es kann. Au. So, und rein da. Hi. Jetzt geht's voll klar. Bam! Da ist er down. Nice! Wir haben's geschafft, Leute! Oh, Donnergott Kusarigama. Neues. Clownfäuste. Oh, lauter geiles Zeug. Lauter geiles Zeug. Oh boy, Leute. Oh boy. Uralter Text, Armee, irgendwas. Uralter Text, Helm der goldenen Sonne. Cool. Da haben wir gutes Dropglück gekriegt. Die investierten Ochoko-Becher haben sich gelohnt. Mega! Und damit dürften wir theoretisch den nächsten Durchgang freigeschaltet haben, Leute. New Game Plus Plus. Theoretisch. Werden wir gleich sehen, ob es tatsächlich so ist. Oder ob wir noch etwas dafür schaffen müssen. Seelenkerne wurden gereinigt. Stufensynchronisation ist jetzt für alle Traum des Starken Missionen verfügbar. Traum des Dämons wurde freigeschaltet. Yes! In diesem Modus sind die Missionen noch schwieriger und die erhaltene Ausrüstung ist noch stärker. Du kannst den Modus über die Landeskarte ändern. Let's go! Aber wir bleiben erstmal noch im Traum des Starken, Leute. Hammer, ist das nicht geil? So schnell waren wir in der Lage, das New Game Plus durchzurotzen. Maximale Charakterstufe wurde erhöht. Neues auch noch. Auch wenn wir bislang die maximale Charakterstufe noch nicht mal erreicht haben, die uns vorher möglich war, so wie es aussieht. Aber egal, Hauptsache sie wurde schon im Vorhinein erhöht. Umso besser. So, hier noch etwas. Hütte umgestalten. Tierutensilien. Ach stimmt, apropos. Moment.
verborgenes Teehaus. Ich habe im Übrigen auch, wie ihr vielleicht erkannt habt, habe ich auch mein Inventar dieses Mal dadurch aufgeräumt, indem ich beim Teehaus meine ganzen Sachen gegen Ruhmpunkte eingetauscht habe. Einfach weil ich mir dachte, ich habe genug Gold, ich habe genug Materialien, also beim Schmied die Dinge einzutauschen, macht jetzt gerade zumindest nicht so viel Sinn. Dann ballere ich sie hier einfach in weitere Ruhmpunkte rein. Warum nicht? Ne? Schaden tut's ja nicht. Und Teeutensilien habe ich mittlerweile auch wieder ein paar erhalten, wie ich gesehen habe. Deswegen werden die jetzt auch erst einmal schön geschätzt. Keine Ahnung, wie viele Teeutensilien ich jetzt bekommen habe, aber es werden ein paar sein. Cool. Schon mal das erste Utensil, das passabel ist. Gut. Ja, sehr gerne. Guck sie dir an. Guck sie dir alle an. Ich habe scheinbar eine ganze Menge davon im Gepäck. Spannung, Spannung. Und? Ist das was? Nope. Nummer 2 war leider eine Niete. Echt, es waren nur 2? Um ehrlich zu sein, ich dachte, ich hätte irgendwie 3, 4, 5 eventuell sogar. Ah, schade. Ja gut, egal. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. So, Illustrationen. Yokai-Illustrationen. Was habe ich denn? Wahrscheinlich Otakemaru, oder? Bestimmt. Kashin Koji, der geheimnisvolle Mann mit 3 Pupillen in jedem seiner roten Augen, war in Wirklichkeit eine Form von Otakemaru, dessen eigentlicher Leib im Byodo-In versiegelt lag. Durch den fortwährenden Krieg nahm die Kraft seines Siegels ab, sodass eine kleine Menge seiner Anima entweichen und die Gestalt von Kashin Koji annehmen konnte. Kashin Koji plante heimlich, sein wirkliches Ich zu befreien. Da Menschen Otakemaru einst besiegten, hasst er jetzt die gesamte Menschheit abgrundtief. Es besteht kein Zweifel, falls Otakemaru eines Tages aus seinem Gefängnis fliehen sollte, würde er nicht zögern, jeden einzelnen Bewohner Japans zu töten. Okay. Oh, war noch nicht alles, scheinbar. Shuten Doji. Naja. Ich weiß nicht, theoretisch habe ich ihn in einer Nebenmission ja noch einmal besiegt, aber das, was hier als zweites steht, das hatte ich ja schon durchgelesen. Ryomen Sukuna vielleicht? Während Ryomen Sukuna im Nihon Shoki als grausamer Yokai beschrieben wird, stellen ihn viele Geschichten aus der Provinz Hida anders dar. In der unvergesslichsten dieser Erzählungen wird Ryomen Sukuna als Held beschrieben, der den Dämon Shichina und einen giftigen Drachen besiegte, woraufhin er in Tempeln und Schreinen verehrt wurde. Daraus muss man schlussfolgern, dass Ryomen Sukuna, wie auch viele andere Götter und Yokai, sowohl ein wohlwollender Nigitama als auch ein böswilliger Aratama sein konnte, abhängig von der jeweiligen Situation. Ich glaube, das hatte ich schon gelesen. Mist. Tatari Mokke, Onryoki, Kamaitachi, Yatsunokami, Enenra, Gozuki, Mezuki, okay. Irgendeiner der normalen Yokai hat einen neuen Text bekommen. Interessant. Mal gucken. Werde ich dann ja auch hoffentlich erkennen können. Radmönch, Onjudo, einäugiger Oni, einäugiger Wicht, Mojina, Viva. Der Magatsu-Krieger. Okay. Magatsu-Krieger greifen mit allen 4 Armen an und halten dabei in jeder Hand eine Klinge. Ihre mächtigen Körper verleihen jedem Schlag gewaltige Kraft. Wer den Schlag nicht abwehren kann, wird meist von der Wucht des Hiebs sauber in 2 geschlagen. Ihre Attacken zu kontern und gleichzeitig den wirbelnden Hieben zu entgehen, ist keine leichte Aufgabe. Die Phantomarme sind allerdings instabil und leicht zu zerschmettern, was sie zum idealen Ziel macht und es womöglich ein wenig erleichtert, diesen Yokai im Laufe der Schlacht Herr zu werden. So, jetzt aber. Jawohl. Hütte umgestalten, Teeutensilien. So, schauen wir mal, ob wir unser Glück oder unsere Teeutensilienbilanz irgendwie verbessern können. Aber, ja, Teeutensilienbilanz auf jeden Fall. Glück würde auf 32 sinken von 4. Oh! Moment. 9,5, 34. Ha. Das ist ein guter Deal. Let's go. Auf jeden Fall. Das ist voll der gute Deal.
Okay, cool. Hätten wir das auch erledigt. Noch mehr Jobchancen für unsere Teeutensilien. Kann man ja nicht genug von haben. Gut, genau, jetzt das Magatama. Das neue, das wir bekommen haben. Autograbbergung, genau, geringere Set-Bonus-Voraussetzungen. Das ist auch schon mal eine nette Kleinigkeit, die dieses Magatama mit sich bringt. Wir können theoretisch jetzt unseren Speer abrüsten und kriegen trotzdem den 6er Set-Bonus, den wir jetzt bei den wir bei unserem jetzigen Set nur dadurch bekommen, indem wir alle Gegenstände gleichzeitig ausgerüstet haben. Mit diesem Magatama könnten wir einen der Gegenstände abrüsten und gegen einen anderen ersetzen. Okay, also. Das Magatama wird jetzt gleich auf jeden Fall beackert beim Waffenschmied. Sondereffekte, nicht Waffen. Da. Das Magatama. Okay. Autograbbergung, keine Ahnung. Lebensentzug, Jutsu, ich guck mal. Glücksbonus am Ritteranzeige. Nee. Leider ist der richtige Wert noch nicht da. Auch wenn der Verteidigungsbonus der Magie mich so schön anlächelt, aber nee. Wir ersetzen erst einmal den Feuerschutz. Alter. Als ob. Als ob. Das gibt's ja nicht. Direkt das zweite Mal. Ist ja der Wahnsinn. Ich liebe es. Ansonsten Verteidigungsbonus. Magie könnte ich mir noch dazu holen. Warum nicht? Ne? Glück wäre eventuell auch noch eine nette Sache. Ich glaube, es ist mir lieber jetzt gerade Glück zu haben als den Verteidigungsbonus. Weil den Verteidigungsbonus kann ich durch meine Heilung ja sowieso ausgleichen. Ne? Verteidigungsbonus Mut, ja, drauf geschissen. Wenn dann auf Magie. Ist klar. Ja gut, Hammer. Damit ist dieses Magatama ready, ausgerüstet zu werden. Let's fucking go, Leute. Oh, Silabar-Barren, was ist das denn? Gewährt bei Benutzung 0 Amrita. In diesem Barren aus einer speziellen Silberart kannst du bequem Amrita speichern, sodass es dir jederzeit zur Verfügung steht. Die Methode, mit der dem Silabar Amrita hinzugefügt wird, ist ein gut gehütetes Geheimnis der Meisterschmiede, die mit Geistersteinen arbeiten. Nur wenn sie keinerlei Zweifel hegen, dass ein Kunde absolut vertrauenswürdig ist, sind sie bereit, mit diesem wertvollen Metall zu arbeiten. Oh, cool. Wait, 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 was ist das? Alter, wie viele Amrita gewährt das bei Benutzung? Yo! Puh! Ich bin jetzt leider zu weit vom Bildschirm entfernt, um die Nullen vernünftig zählen zu können, aber alter Vater, das ist beeindruckend, dass wir so einen Teil nochmal gedroppt bekommen haben. Voll geil! Was steht dazu? Dieses große Geistersteinstück strahlt rot, als würde es im Inneren glühen und enthält mehr Macht als gewöhnliche Geistersteine. Ja, ganz eindeutig. Okay. So, was davon ersetzen wir jetzt? Unbegrenzte Omnium-Magie. Goldbilanz, Anima-Ladung kritisch. Verteidigungsbonus, Magie. Ja, ich würde sagen, durch das hier wird es ersetzt. Bäm. Cool. Jetzt haben wir immerhin sogar ein göttliches Artefakt ausgerüstet. Dämonenparade, Schriftrolle, das könnte ich jetzt auch noch einmal theoretisch machen. Auch wenn es nicht sein muss, aber egal. Ach, ist das geil, Leute. Ich habe nicht zufällig noch irgendeine besondere Waffe freigeschaltet. Vielleicht eine plus 3 oder 4 Waffe. Auf welchem Level ist meine jetzt gerade? Plus 4. Ah, okay, dann brauche ich mindestens eine weitere plus 4 Waffe, um sie weiter steigern zu können. Plus 3 nützt mir dann auch nichts mehr. Shoot. Na egal. Sie ist ja auch so perfekt, oder nicht? Mit den ganzen Boni, ne, dem Angriffsmultiplikator. Ach, ist das schön. Ist das schön, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie unfassbar schnell und smooth das ging. Echt der Hammer. Ich bin begeistert. Im Auge des Betrachters ist jetzt schon nur noch auf
Schwierigkeitsstufe 1 auf einmal. Krass. So, aber bei. Weil ich im Traum des. Ja, doch. Ich bin immer noch im Traum des Starken, im New Game Plus. Und trotzdem ist der Schwierigkeitsgrad von den Dingern deutlich gesunken. Ja, was. Da seht ihr es mal wieder. Ausrüstung ist alles. Ah, herrlich. Ich fühle mich gerade so pudelwohl. Wie gesagt, ich muss mich echt am Riemen reißen, jetzt nicht direkt hintereinander weg immer mehr aufzunehmen, bis es nicht mehr geht. Aber, ach Gott. Soll ich die eine Dämonen-Parade-Schriftrolle noch eben machen? Zum Abschluss des Parts? Theoretisch wäre dafür ja noch Zeit. Ja komm, die machen wir jetzt noch. Stürzen wir uns rein. Dämonenparade-Bildrolle. So, verdienen wir uns noch mal ein bisschen was dazu. Zack. Einmal durchbuffen. Let's go. Okay. Spatzblende. Okay. Der startet direkt stark. Bam. Nice. Sehr gut. Haha. Und jetzt noch ein Boss. Oh. Jetzt ein Boss. Ja? Jawohl. Tokichira. Oh, hi. Tokichiro, reicht jetzt. Ne? Immer schön chillen. Ja, ist eng geworden, aber hat noch geklappt. Zum Glück hat er noch zugelassen, dass ich mich durchbuffen konnte. Das war die Hauptsache. Prima. Dämonenparade Bildrolle Nummer 3. Was haben wir hier? Elementarschaden plus, das ist nicht schlecht. Das ist sehr gut. Ki-Regeneration und begrenztes Ninjutsu. Ja gut. Aber generell schon mal deutlich besser als die anderen beiden Dämonenparade-Schriftrollen, die wir bekommen haben. Deutlich besser. Die wird direkt ausgerüstet. Elementarschaden und Ki-Regeneration sind super. Hammer. Ja, die neuen Gegenstände sind, meh. Kann man ignorieren eigentlich. Ja, vergiss es. Nichts Besonderes. Titel, Durchruf, nö, okay. Cool. Dann wird jetzt noch das Level erhöht. Natürlich wieder Magie hochballern. Jetzt muss ich nochmal gucken, Seelenkerne verwalten. Seelenkern einstimmen. Ich habe doch einen Ippondatara Seelenkern jetzt. Den hier, genau. Den würde ich mal ganz gerne einstimmen. Ne, Quatsch. Moment. Seelenfusion, so. Ne? Genau, den Kern würde ich dann jetzt nämlich gerne mit einem anderen Ippondatara-Kern. Ach, mit beiden eigentlich, ne? Entsperren. Kann ich mit beiden kombinieren. So. Ne, dann steigt er vom Rang her auf.
Das ist die Hauptsache. So. Und jetzt noch einmal mit dem hier. So, perfekt. Mein Kascha-Seelenkern, kann ich den auch noch aufwerten? Schauen wir mal. Boah, ich habe eine Menge Seelenkerne. Die meisten davon kann ich eigentlich wahrscheinlich wieder komplett wegballern. Die sind gar nicht mehr nötig. Fähigkeitsschaden. Das wäre auch nicht schlecht. Als Skill. Ne? Aber die Frage ist, wie viele Punkte kann ich noch... Seelenfusionsneuling, danke. Ich kann ja auch nicht beliebig starke Seelenkerne bei meinem Schutzgeist reinballern. Das hat leider auch seine Grenze. Naja, ist ja auch egal. Leute, wir haben das New Game Plus Plus bzw. Traum des Dämons erreicht. Voll geil. Mit anderen Worten, jetzt ist es erstmal wieder unser Ziel, so viele Missionen zu schaffen, dass wir das dritte Gebiet freischalten können. Dort können wir dann danach wieder uns genauso wie zuvor die Rüstung erfarmen. Ne? Auch wieder auf göttlicher, mit göttlicher Seltenheit, versteht sich. Ne? Und sobald wir das volle Rüstungsset mit erhöhtem Level hier in diesem Durchgang erfarmt haben, geht's wieder komplett von vorne los, ne? Dann haben wir wieder freie Bahn und die Rüstung ist wieder für den Rest des Durchgangs aktualisiert. Ihr seht, es ist ziemlich simpel mit diesem Build. Man kann es bis zum nächsten Durchgang komplett durchziehen. Dort ersetzt man es dann einfach wieder durch die Jobs, die man von der gleichen Mission nur dann eben im nächsten Durchgang gedroppt bekommt. Und dann geht alles wieder von vorne los. So kann man das die ganze Zeit sozusagen weiterführen, für eine ganze Weile. Und ich habe auch schon so ein bisschen überlegt, Leute, ich werde jetzt nicht nur hier auf Traum des Dämons die DLCs freischalten und dann ist erstmal gut und dann kümmere ich mich um den Rest der Hauptspieltrophäen. Nein, ich habe sogar beschlossen, ich werde auch das New Game Plus noch einmal freischalten und dort auch noch einmal zumindest bis zu der Farming-Mission spielen, wo ich dann eben wieder die Rüstung erneuern kann. Sobald ich nämlich dort dann die Rüstung noch einmal erneuert habe und eventuell auch meine Waffe noch einmal vom Seelenlevel her weiter erhöht habe, sollte ich doch deutlich bessere, einen deutlich besseren Lauf bei den ganzen Missionen auf Traum des Dämons haben. Ne? Ich aktualisiere einfach meine Ausrüstung auf Stand von New Game Plus, damit ich im New Game Plus deutlich leichteres Spiel habe. Ne? Ist doch nachvollziehbar. Auf diese Art und Weise habe ich überlegt, weil eigentlich, ich glaube, im ersten Teil, da habe ich die DLCs zuerst im ersten Durchgang komplett durchgespielt. Und dann erst habe ich sie alle nach und nach im Traum des Dämons durchgespielt. Wobei ich mir jetzt mittlerweile überlege, theoretisch könnte ich doch, wenn ich zu Genüge für die Missionen ausgerüstet bin, ne, und die Gegner einigermaßen gut downkriege, auch vom Schaden her. Selbst ohne jetzt die ganzen Buffs, auch wenn der Schaden an sich relativ gut für die Gegner ausreicht, überlege ich mir, kann ich doch theoretisch auch die ganzen Missionen direkt auf Traum des Dämons durchspielen. Ne? Dann muss ich sie nicht im ersten Durchgang auf 100% spielen und auf Traum des Dämons rush ich durch, sondern ich kann direkt auf Traum des Dämons die Missionen zu 100% erkunden und sie dann direkt halt auf Traum des Dämons abschließen. Weil es gibt keine Trophäe, wenn ich richtig gesehen habe, die von mir verlangt, dass ich speziell die Missionen im ersten Durchgang abschließen muss. Sondern es gibt nur eine Trophäe, die sagt, dass ich sie auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abschließen muss. Und dann, dass ich sie alle auf Traum des Dämons abschließen soll. Wo ich mir dann denke, ja, dann kann ich sie doch gleich komplett alle auf Traum des Dämons machen, ne? Auf diese Art und Weise, glaube ich, spare ich ein kleines bisschen Zeit. Glaube ich. Außerdem ist es dann auch ein kleines bisschen spannender, wenn ich die Missionen halt versuche, im New Game Plus auf 100% zu spielen. Sprich, alle Sammelgegenstände sammeln, eventuell missionsspezifische Trophäen holen, der ganze Kladderadatsch, kennt ihr ja. Ne, das gibt's in den DLCs genauso wie hier im Hauptspiel.
Dementsprechend, ja, werden wir sehen. Das ist jetzt erstmal so der grobe Plan, damit ihr schon mal im Bilde seid. Und ja, im nächsten Part fangen wir dafür aber zuallererst mal mit dem Traum des Dämons an und fangen an, den durchzurocken. Let's go! Ich bin richtig motiviert, ey. Ach, es macht gerade so viel Spaß, das Spiel. Ich liebe es. Okay, dann würde ich an dieser Stelle für heute sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.